Herzlich willkommen zurück zu Phoenix Point mit Arezo. Ich bin Arezo und wir haben ein paar Level-Ups zu machen. So, erst einmal schnelles Aufräumen. Stelle für jeden erledigten Gegner 2 Aktionspunkte her bis zum Ende des Zuges. Ist leider nicht ganz so gut, wie ich es gerne hätte. 128 FP. Ja, schnelles Aufräumen kann sehr gut sein, muss aber nicht. Später mit einer besseren Waffe auf jeden Fall, aber momentan... Wir sollten mal nachgucken, wir haben hier Mutagene. Aber das können wir uns nicht leisten, die guten Dinge. Regenerationstorso. Natürlich würde ich damit auch auf die Rüstung verzichten, ne? Denke ich. Okay, dann würde ich sagen, pumpen wir hier einfach mal ein paar Werte rein. Obwohl, wir könnten Dumbledore auch zum Priester machen. So. Mit Geisteskontrolle. Außerdem mit Geistbruch allen feindlichen Entitäten innerhalb von 10 Feldern 100 Schaden zufügen. Ja. Was haben wir noch? Psychoabteilung. Verbündete innerhalb von 10 Feldern sind immun gegen Angriffe mit Panik und psychischem Schaden. Nicht schlecht. Gespür, Panik verursachen. Auch beides nicht schlecht. Ich mag die Fähigkeiten eigentlich alle. Okay, erst einmal machen wir nichts davon, sondern wir pumpen ein paar Willenskraftpunkte rein. Ich gebe den einen Phoenix FP noch für den einen Willenskraftpunkt dazu. So, das war das. Dann haben wir hier noch ein Level auf. So, Wildcard, was bekommst du? Bereit für die Action? Wäre eine Möglichkeit. Zusätzliche Stärke für Schwert vielleicht? Rücksichtslos. Plus Bonus auf zugefügten Schaden, minus 10 auf Genauigkeit. Wäre eigentlich gar nicht schlecht für einen Nahkämpfer, ne? Machen wir mal. Okay, das war das. Dann können die sich erstmal erholen. Pandoranische Brutkammer erforscht. Sehr gut. Der Schaden, der den Brutkammern zugefügt wird, steigt um 15%. Obwohl die genaue Art der Mutation unbekannt bleibt, konnten wir bestätigen, dass die Brutkammer in der Lage ist, mehr fortgeschrittene Pandoraner-Kreaturen hervorzubringen. Wir haben herausgefunden, dass das Exemplar die Art der Kreaturen, die sie züchtet, selbst bestimmt und so Mutationen erschafft, die sie für ihre eigenen Zwecke benötigt. Bisher wissen wir nicht, woher die Brutkammer die Biomasse erhält, die sie benötigt, um so große Mengen an Mutationen zu erzeugen. Analysen von Brutkammerproben haben die Existenz von Hunderten von den A-Strängen aufgedeckt, einschließlich denen von Menschen, obwohl offenbar nicht alle von ihnen bei der Entstehung ihrer Brut verwendet werden. Zusätzliche Erkenntnisse. Einsatzberichte haben bestätigt, dass die Zerstörung einer Brutkammer den Bau quasi außer Betrieb setzt, woraufhin die Pandoraner ihn aufgeben. Okay, das war das. Die Thunderbird, da müssen sich Leute erholen. Die Manticore fliegt gerade zu einer Mission, dann werden wir wohl diese Mission machen. Auf der Suche nach Dr. Symes. Diese archäologische Stätte könnte zu der antediluvianischen Zivilisation gehören, die Randall Symes der Dritte entdeckt hat. Wenn wir sie sichern könnten, finden wir vielleicht heraus, wohin Symes danach ging. Dann los. Ja, wir haben wenige Leute bei, aber wird hinhauen müssen, ne? Und los geht's. Und im Anflug. Und da sind... Oh, das sah komisch aus. Ah, ich erinnere mich an die Mission. Hier muss man nur einmal was einsammeln und dann nichts mehr machen, ne? Was bedeuten würde... Alle ins Taxi. Ist in Ordnung. Das ist nur ein... Was hat der? Aplu. Das sind Feuerwürmer, oder? Giftwürmer. Ich verwechsel jetzt immer wieder. Weil es zwei gibt, die wir schon haben, die Feuerwürmer benutzen. Denke ich dauernd, das sind Feuerwürmer. Ja, ab ins Fahrzeug. Und auch du, ab ins Fahrzeug. So, sehr gut. Und wir fahren ein klein wenig nach vorne. Noch ein Chiron. Noch ein Aplu? Ne, ein Robigus. Robigus hat Säurewürmer. Nicht gut. Und weiter nach vorne. Wir
können direkt bis hier hinfahren. Okay, das ist... Ne, nochmal der Robigus. Gut. Der muss uns nicht so interessieren. Oh, ein Atron. Schildträger? Fragezeichen? Ja, das ist ein Schildträger. Und das ist noch ein Chiron, okay. Das ist ein Triton. Ein Wilderer mit Neuralpistole, okay. So, dann würde ich sagen, steigt Ketano mal aus. Geht hier hin. Das hier wird aktiviert. Ah, verdammt, wir sollen das Gebiet sichern. Okay, der nächste darf raus. Izumi, geh mal raus. Verdammt, von hier aus treffen wir niemanden. Ich meine, ich könnte Sprint benutzen, aber was bringt's? Nee, okay, geh wieder rein. Und... ja, Energie würde dann auch nichts können gerade. Gott. Autsch. Autsch. Hör auf. Hör auf, mein Auto zu hauen. Okay, der eine Wurm ist direkt draufgegangen. Ja, die sind nicht unbedingt darauf vorbereitet, gepanzerte Fahrzeuge loszuwerden. Allerdings, dadurch, dass sie eben sehr häufig zuschlagen können oder zuschießen, machen sie trotzdem langsam Schaden. Da kommen die Giftwürmer. Oh oh, das ist ein Problem. Besonders wenn der jetzt zweimal schießt. Und jetzt sind wir langsam. Okay, du versuchst dich erst einmal gegen den zu wehren, der dich hier angreift. Das lief doch nicht so schlecht. So, Energy, du steigst bitte aus. Du übernimmst diesen Säurewurm. Und dieser Säurewurm übernimmt diesen Atron. Einigermaßen. So, Säureschaden wird nur auf die Körperteile des Ziels angewendet. Der Schaden verringert den Rüstungswert um seinen Betrag. Danach beginnt der Trick, Trefferpunkte des Körperteils zu reduzieren. Der Säureschaden wird um 10 pro Zug verringert, sammelt sich aber an, wenn weitere Säureangriffe ausgeführt werden. So, und wieder ins Fahrzeug bitte. Okay, Ketano, du gehst raus. Und darfst auf den Triton schießen da hinten. Das hat nicht so viel gebracht. Bitte wieder ins Auto einsteigen. Und Izumi, du steigst bitte aus. Du darfst einmal diesen... ja, wir haben nur die Würmer. Nehmen wir den. Und wieder rein. Und bumm. Null Schaden, das ist gut. Null Schaden, das ist gut. Oh Gott, 45 Schaden. Oh Gott.
Der da hinten kann jetzt auch noch zweimal schießen. Das könnte ein sehr großes Problem werden. Und ich weiß nicht, was mit meinen Leuten passiert, wenn das Auto explodiert. Wahrscheinlich geht es ihnen nicht gut. Noch mehr Säurewürmer, okay. Der Triton ist eben, was mir am meisten Sorgen macht gerade. Oh, aber der macht nichts. Wieso hat der nichts Oh, weil er gerade erst die Arme regenerieren musste? Fragezeichen? Okay. Du steigst mal bitte aus. Und... Nein. Ja. Okay, das Piranha ist kaputt. Das reicht. Okay, du fährst hier hin. So, der Atron macht mir Sorgen. Und wenn wir dabei noch ein paar Würmer loswerden können. Okay. Hat nicht ganz so gut geklappt, wie ich wollte, aber gut genug. So, du steigst mal bitte aus und übernimmst diesen Giftwurm. Dann steigst du wieder ein und wir schicken den Giftwurm erst einmal hier hin. So, im nächsten Zug kann er dann weiter. Wen haben wir noch? Wir haben Anarchy. Kann Anarchy diesen Wurm hier übernehmen? Nein. Aber diesen. Dann machen wir das einfach. Und zurück ins Auto. Und einmal hier hin. Damit töten wir die Würmer nicht direkt, aber immerhin schwächen wir sie. Oje, 130 Säure auf dem Schildträger hier. Ja, aber, ja. 40 Gift, 50 Blutung. Ich glaube, ich habe noch nie bei jemandem alles gleichzeitig gesehen. Moment mal. Achso, der Giftwurm soll noch nicht explodieren. Okay. Oh, verdammt, die kommen näher, als ich dachte. Ja, danke. Dein Soldat erleidet Säureschaden. Es ist ein Auto, kein Soldat. Säure fügt zunächst der Rüstung, dann dem ungeschützten Körperschaden zu. Der Säurewert verringert sich mit jedem Zug. Es sei denn, da explodiert noch einer. Und da sind noch mehr. Yay. Der läuft vor meinen Würmern weg, das ist nicht nett. Also vor meinem Wurm. Null Schaden, okay, damit komme ich klar. Das ist in Ordnung. Und noch mehr Würmer. Ja. Yeah. Ich glaube, es wäre ganz gut, den wegzuholen hier, oder? Hm. Meine vorne bekommt jetzt einmal Schaden. Die Spur bekommt 30, 50, 60 Schaden insgesamt. Da werde ich mit klarkommen müssen. Okay, wir fahren mal los. Der hier macht nichts mehr. Hat sein Gewehr verloren und will nicht mehr mitarbeiten. Habe ich die Kontrolle über den Giftwurm verloren? Nee. Okay, dann darf der mal hier hingehen und sich in die Luft sprengen.
Ja, haben wir sonst irgendwas gerade, das wir machen sollten? Ich denke nicht. Und zu pennen. Da kommen sie langsam hinterher. Solange sie langsam hinterherkommen, ist alles in Ordnung. Da kommen mehr Säurewürmer. So langsam müsste er am Ende sein. Ist das ein neuer Wider? Ne, das ist der alte. Der ist momentan tatsächlich die schlimmste Bedrohung, würde ich sagen. Einfach, weil er am mobilsten ist. So, wir fahren mal hier hin. Ja, wir fahren dahin. So. Wie viel Willenskraftpunkte hat denn der? 19. Na, wir können trotzdem auf ihn schießen. Zwei Arme deaktiviert, als ich auf den Rumpf gezielt habe, aber ist in Ordnung. So, Izumi, du gehst mal bitte raus. Und gibt kein gültiges Ziel, das ist aber doof. Warum nicht? Ich sehe doch da ein gültiges Ziel. Moment, sie hat 9 Willenskraftpunkte. Der war in Reichweite und hat nur 3. Eigentlich hätte das hinhauen sollen. Okay. Ketano, du gehst mal kurz raus und guckst, ob du den Wurm dort erschießen kannst. Nicht den da hinten, nein, das ergibt keinen Sinn. Nee, wahrscheinlich ist hier tatsächlich die Dings da im Weg. Die Mauer. Das wird knapp, aber eventuell könnte der Wurm tatsächlich hier ankommen. Ach, eventuell kommen die nicht über die Mauer. Sieht fast so aus, als hätten sie damit Probleme, ne? Ich meine, hier sammeln sich schon welche. Oh, achso, ne, das ist nur der Triton. Warum der da hingegangen ist, weiß ich nicht. Der Robigus kann weiterhin schießen. Das sieht sehr merkwürdig aus. Das sah aus, als wären die irgendwo auf einem Berg gelandet. Die Kamera scheint nicht so gut mit dieser Karte klarzukommen, ne? Okay, wir sind umzingelt. Das ist nicht so schön. Wir müssen mal kurz nachgucken, wie viel hat denn der Robigus noch? Das war wohl der letzte, okay. Und beim Aplu ebenfalls, okay. Hier sollten wir weit genug weg sein. Tschüss. Ja, guter Punkt. Moment, lass mich mal kurz aussteigen und auf den Triton schießen. Obwohl, warum denn auf den Triton schießen? Ich kann diesen Wurm hier übernehmen. Das war der falsche Wurm, aber ist in Ordnung. Und wir fahren nach vorne. Und eine kontrollierte Sprengung.
Okay, Tano kann noch raus und mal gucken, ob er den hier erwischt. Nicht den. Den, oder? Moment, nee. Was, der? Oder der? Den hier möchte ich. Aber den haben wir offenbar nicht im Visier. Nee. Toll, hier ist der Baum im Weg, wie es aussieht. Ich meine, wir können auf den Triton immer schießen. Dann mach das. Okay, der ist erledigt. Und zurück ins Auto. Und das war's. Also, der Säurewurm, wie gesagt, könnte eventuell hinkommen. Das wäre ein Problem, aber... Da kommen die Giftwürmer langsam über die Mauer, also können sie über die Mauer kommen. Okay, der ist nicht nah genug dran, um irgendwas Gefährliches zu machen. Und bumm. So, dann fahren wir noch ein Stück. Ja. Obwohl, Moment, ja. Guter Punkt. Wir steigen erst einmal aus, um den Säurewurm hier zu sprengen. Und zurück ins Auto, bitte. Der Giftwurm macht mir ja keine wirklichen Sorgen. Und zu Ben. Sechs Schaden. Ich meine, es macht Schaden. So ist es nicht. Okay, die drei sind hier auf einem Haufen. Da können wir den Säurewurm hinschicken. Jetzt sind vier auf einem Haufen. Und boom. So, dann steigt Izumi mal bitte aus. Übernimmt diesen Säurewurm. Dann steigt Izumi bitte ein. Wir schicken diesen Säurewurm hier hin. Und lassen ihn sprengen. Und dann fahren wir weiter. Das klang, als wäre da was gestorben. Die Chirons sind noch da. Ich muss mal nachgucken, ob sie Nahkampfwaffen haben. Nee. Und sieht auch nicht so aus. Nee. Ja, wir schießen mal hier mit auf den. Einfach um ein bisschen von der Rüstung wegzukriegen. Was nicht wirklich gut geklappt hat. Okay. Also, wir sind weit genug entfernt, dass die Leute aussteigen können. Okay, immer noch weit genug weg. Du gehst nach vorne. So, dann kann ich nämlich die Willenskraftpunkte ein bisschen aufladen auch. Was für die kontrollierten Sprengungen ganz gut ist.
Und das war's. So, du fährst nach vorne. Du regenerierst. Okay, Tano. Ja, regeneriert auch. Ja, alle einmal regenerieren. Let me catch my breath. Okay, wir haben mehrere Säurewürmer hier. Dann wird es eventuell Zeit, dass wir die Anzahl reduzieren. Und bumm. So, das sollte ausreichen, um die zu erledigen, ne? Ja, 25 hat er. 25 hat der. In diesem Falle kannst du... Ja, Moment, wir können nach vorne laufen einfach. Und uns um den hier schon mal kümmern. Am besten, indem wir raufhauen. Munition sparen und so. Es wird ewig dauern, aber... Allerdings mit der Munition auch, also... Der einzelne Giftwurm wird noch eine Weile brauchen, bis er ankommt. Und wir hauen rauf. Und wir hauen weiter rauf. Und weiter. Und weiter. In dieser Mission hätte ich jetzt wirklich diesen Betäuber gebrauchen können. Da hätte ich die wunderbar einsammeln können. Ja, circa ein Viertel pro Runde, ne? Wir können hier rauflaufen, das ist gut. Und raufhauen. Ist auch gut. Außerdem, den anderen können wir eventuell einfach Gedanken kontrollieren dann. Wenn der hier umkippt, die... Windkraftpunkte 26. Wie viel hat der noch? Ja, auch 26. Das wird sehr knapp. Also nicht wirklich möglich. Keiner von uns hat die nötigen maximalen Willenskraftpunkte. Okay, du fährst mal hierhin. Wenn das wirklich nur noch der eine Giftwurm ist, dann kann der sich hier explodieren lassen. Okay, das hat mehr Schaden gemacht, als es sollte. Und raufprügeln, immer schön raufprügeln. Okay, damit haben wir ein Bein kaputt gemacht, das ist schon mal gut. Und weiter bitte. Und noch weiter bitte. Der hält aber viel aus. Warum hat keiner ein Schwert bei? Okay, Rumpf deaktiviert. Wie viel hat er noch? 126. Okay, wir machen uns schon mal auf den Weg. Es braucht ja auch eine Weile, bis wir den anderen geknackt haben. Ne? Du fährst auch schon mal vor. Und einmal hier hinlaufen. Und raufhauen. Und hier hinlaufen. Und ich denke, da dürfte das Raufhauen auch nochmal klappen. Nee. Izzy kann das aber. Moment mal. Nee, Schockschaden verwirrt nur, aber macht nichts Sinnvolles.
Verwirren müssen wir den ja nicht unbedingt gerade. Und weiter raufhauen. Aber es geht gut voran. Ich hätte gedacht, dass es länger dauert. Ich meine, es ist nicht unbedingt die unterhaltsamste Art zu spielen. Geh kaputt. Und los. Wenn einer durch einen Glückstreffer den Kopf kaputt machen würde, wäre mir gerade auf, ich hätte einfach den Kopf zerschießen können. Damit haben die so wenig Willenskraftpunkte, dass es eigentlich kein Problem sein sollte. Und es wäre relativ munitionssparend gewesen. Aber jetzt lohnt sich das auch nicht mehr. Und weiter raufhauen. Gleich ist es soweit. Gleich gibt Daumen. Und... Oh, er ist verwirrt. Yay. Oh, und er lebt immer noch. Ja, 5 Willenskraftpunkte kostet die das. Und wieder zurücklaufen. Ich hätte gedacht, dass ich länger brauche für den. 36, okay. Dann ist er im nächsten Zug erledigt. Und zu Ben. Gar kein Problem. Das machen wir beim nächsten Mal nicht mehr. Aber ein Level für Izzy, sehr gut. Und Anarchy ist fast Level 7, auch schön. Wir haben eine zerschmetterte metallische Kugel unbekannten Ursprungs wiederhergestellt. Höchstwahrscheinlich handelt es sich um ein antediluvianisches Artefakt. Das Schreiben darin, oder was davon übrig ist, scheint mit dem übereinzustimmen, was wir in Symes Notizen gefunden haben. Basierend auf den Daten, die wir entschlüsseln konnten, scheint es, dass Symes eine Expedition zu dem Ort organisiert hat, von dem er glaubte, dass er die ultimative Antwort auf das Rätsel der Antediluvianer und das Pandora-Virus enthalten würde. Mit den letzten restlichen Soldaten des Phoenix-Projekts brach er in die Antarktis auf. Sie sind nie zurückgekehrt. Vielleicht können wir ihre Arbeit beenden. Darum geht es beim Phoenix-Projekt doch. Niemand kann es alleine schaffen und jede Generation setzt den Kampf ihrer Vorfahren fort. Wir müssen in die Antarktis. Zweiter Tech, 500 Materialien, neuer Ort, auf in die Antarktis. Und ich glaube, das ist die Mission, die ich nie gemacht habe. So, Level auf. Was kriegst du denn? Psychoabteilung. Ist an sich nicht schlecht. Nahkampfspezialist. Bereit für die Action ist sehr hilfreich, öfter mal. Nee, einfach mal ein bisschen zusätzliche Willenskraft ist sehr nützlich bei Priestern. Okay, das war das. Hier müssen wir eine Weile jetzt in der Krankenabteilung bleiben. Nicht in der Reparaturabteilung. Okay. Säurewaffentechnologie ist bald fertig, das ist doch schön. Säurewurmautopsie könnten wir neu machen. Fortschrittliche Tiamat. Brauche ich gerade nicht. Zerstöre eine pandoranische Zitadelle ist jetzt eine Mission, das, ja, wird schwierig. Aber wir bekommen die Säurewaffen, damit sollte es einigermaßen hinhauen. Also, ich beende hier die Folge, ich hoffe es hat gefallen, wir sehen uns in der nächsten Folge, bis dahin, lebt wohl, hinter die Kommentare und adios.